Thema Umsatz maximieren, Kundenbindung steigern, Ausfälle minimieren. Als Themenklammer zum Thema Kreditmanagement ist eigentlich ein provokanter Titel, nämlich aus dem Grund, weil wer Unternehmensstrukturen und insbesondere Kreditmanagement-Aufgabenstellungen aus vielleicht seinem Umfeld kennt, weiß, dass Kreditmanagement sich vorrangig um Ausfallminimierung kümmert, aber dass eigentlich das Minimieren von Ausfällen vorrangig eigentlich auch ein Thema ist, das zu Lasten von Umsätzen geht. Und dass es andere Unternehmensbereiche gibt, beispielsweise den Vertrieb oder das Marketing, die sich darum kümmern, Umsätze zu maximieren und Kunden zu binden und die mitunter nicht unbedingt ganz begeistert von den Positionen sind, die das Kreditmanagement respektive Risikomanagement im Unternehmen einnehmen. Und um Ihnen dieses durchaus kontroverse Thema näher zu bringen, möchte ich zunächst kurz die SAS Vivion vorstellen und was wir tun. Aus dem einfachen Grund, weil wir seit vielen Jahren das Thema Customer Management als gesamtheitliches Thema genau über diese beiden Welten hinweg betrachten. Ich möchte dann auf konkrete Herausforderungen unserer Kunden eingehen im Bereich Kreditmanagement und Vertrieb zu diesem Thema und abschließend mit zwei Praxisbeispielen die Thematik noch konkretisieren und schließlich zusammenfassend schließen. So, was heißt jetzt Customer Management? Wie schon erwähnt, gibt es da zwei ganz grundsätzliche und sehr konträre Themenstellungen. Das eine ist sozusagen das positive Ende des Kundenstammes, den ein Unternehmen hat. Das ist der Bereich der Kunden, die besonders positiv gesehen werden, wo man umsatzsteigernde Maßnahmen anstrebt, wo man Kunden binden möchte, wo man Kunden im Unternehmen halten möchte, wo man die Beziehung zu diesen Kunden optimieren möchte und Zufriedenheit erreichen möchte. Im Customer Risk Management, der bei uns in einer zweiten, in etwa gleich großen Einheit geführt ist oder gebündelt ist, geht es um die Thematik, wo Kunden für das Unternehmen weniger positiv aussehen, wo Kunden beispielsweise Kreditausfälle oder Schaden für das Unternehmen verursachen. Diese Themen sind auch bei uns in einem separaten Bereich, dem Risk-Bereich, gebündelt. Und daraus sieht man schon die Problematik. Auch wir führen aufgrund dessen, dass die Strukturen unserer Kunden, nämlich der großen Unternehmen, die viele Kunden ihrerseits haben, dadurch, dass diese Unternehmen die beiden Bereiche getrennt führen, haben wir auch diese Trennung bei uns im Unternehmen drinnen. Aber, wie gesagt, es geht darum, dass diese beiden Welten einander annähern müssen, um gemeinsam ein höheres Ergebnis für das Gesamtunternehmen zu erreichen. Und man sieht es, wenn man auf die Zielbranchen schaut, von der Finanzdienstleistung und den Handel bis zur Telekommunikation, dass das speziell Firmen sind, die sich durch eine hohe Anzahl an Kunden ihrerseits auszeichnen. Und diese hohe Anzahl bedarf einer hohen Automatisierung und Standardisierung der Kundenprozesse. Vielleicht noch am Rande sei erwähnt, dass das Thema Risikomanagement bei uns nicht nur ein Beratungsthema ist, wie man vielleicht meinen könnte, sondern dass das Thema vor allem auch auf zwei von unserem Haus entwickelten Softwarepaketen, Softwareprodukten, Softwarelösungen beruht. So, mit welchen Fragen beschäftigen sich jetzt unsere Kunden? Wie man hier schon sieht, wieder die Zweiteilung im Value-Bereich geht es darum, den Kundenwert, den Value zu heben. Es geht darum, beispielsweise mit Customer Analytics-Methoden festzustellen, welche Kunden könnten beispielsweise noch zusätzlich Produkte kaufen wollen oder aber auch, welche Bestandskunden sind abwanderungsgefährdet, beispielsweise. Im Risikobereich gibt es eher die Anforderungen, wenn der Vertrieb einen potenziellen Kunden hat, muss geprüft werden, beispielsweise im klassischen Kreditantrag, ob für diesen Kunden tatsächlich der Vertrag in der Form abgeschlossen werden kann, ohne dass bestimmte Risikogrenzwerte für das Unternehmen überschritten sind. Und neben der Antragsprüfung gibt es dann auch im Verlauf weitere Prozesse, wenn der Kunde schon Kunde ist, bis hin zum Thema Forderungsmanagement dann, wenn der Schadensfall bereits eingetreten ist und ein Vertrag beispielsweise, zum Beispiel ein Kredit, ausfällt. Wie kann man dann mit dieser Situation umgehen? Aber wir sehen hier, dass es sehr wohl für diese beiden Bereiche ganzheitliche gemeinsame Themenstellungen gibt, die vielleicht nur durch die organisatorische Struktur, durch diese Trennung in einen vertrieblich orientierten Teil des Unternehmens und
einen risikoorientierten Teil des Unternehmens entstanden sind, dass dadurch diese Themen ein bisschen verloren gehen. Nämlich als Beispiel, was machen wir im Antragsmanagement, wenn wir beispielsweise einen Kunden identifizieren, den wir so nicht haben möchten, den wir so einen Vertrag nicht geben können? Was geben wir dazu, dem Value-Bereich, dem Vertrieb beispielsweise, an Informationen, um vielleicht doch noch ein anderes Produkt, ein weniger riskantes Produkt beispielsweise vermitteln zu können? Das heißt, hier kann eigentlich das Risikomanagement sehr wohl umsatz- und wertsteigernd dem Value-Bereich zuarbeiten. Oder ein anderes Beispiel, was wäre, wenn im Value-Bereich eine Kampagne bestimmte Personen für ein Produkt anspricht, und gleichzeitig, da Kunden, potenzielle Kunden dabei sind, die letzten Endes niemals durch den Antragsprozess durchkämen. Das heißt, die aufgrund von Risikobewertungen abgelehnt werden würden. Und daran erkennt man, dass auch hier im Kampagnenmanagement beispielsweise es notwendig ist, dass Risikoprozesse mit eingebunden werden. Noch besser sieht man das entlang des Lebenszykluses von einem Kunden, der von der Kundenneugewinnung über die Kundenbindung und die Kundenrückgewinnung, falls er dann einmal durch ein Vertragsende beispielsweise verloren geht, laufend betreut werden muss durch Prozesse, die sowohl in der grünen oberen Hälfte dargestellt Customer Value Themen betreffen, also wo es darum geht, beispielsweise einem bestehenden Kunden zusätzliche Produkte anzubieten, die er vielleicht braucht. Und auf der anderen Seite im Customer Risk Bereich, das ist die eher lila gehaltene Komponente unterhalb, wo es zu denselben Zeitfenstern vergleichbare Prozesse gibt, bei denen man die negativeren Seiten des Kunden analysiert, wo man vielleicht feststellen möchte, ist der Kunde, der schon Bestandskunde ist, ausfallgefährdet, als Beispiel. Und jetzt ist es so, dass in der Vergangenheit diese beiden Welten, also ich sage mal der Value-Bereich mit den Bereichen Marketing und Vertrieb, getrennt geführt waren von dem Themenbereich Risikomanagement. Das führt so weit, dass beispielsweise die Kundendatenbasis von diesen beiden Bereichen voneinander abweichen kann. Oder dass unterschiedliche Indikatoren zur Bewertung herangezogen werden. Dass beispielsweise Informationen, die es im Unternehmen gibt, im Marketing zur Entscheidung beisteuern, ob der Kunde gut oder schlecht ist, und dass aber bestimmte andere Kategorien, also nicht dieselben Informationen, auf der Risikoseite für dieselbe Fragestellung herangezogen werden. Und damit kann es passieren, dass ein Kunde auf der Seite Marketing-Vertrieb als durchaus positiv gesehen wird und aber im Risikomanagement nicht und umgekehrt. Und diese Widersprüche zu lösen, das ist heute ein vermehrtes Ziel und eine starke Orientierung dieser beiden Bereiche, dass man diese Themenwelten zueinander führt, dass man auf gemeinsame Zielgrößen hinarbeitet, dass man auf eine gemeinsame Datenbasis hinarbeitet und dass man nebenbei dadurch natürlich auch Kosten senkt, weil bestimmte Aufgabenstellungen im Unternehmen nur mehr einmal und nicht mehr mehrfach vorgenommen werden müssen. Nochmal ganz kurz zurück zu der Fragestellung, was macht eigentlich Customer Value Analytics, also die Analyse oder das Arbeiten an der positiven Seite von Kunden. Hier geht es eben konkret darum, dass man wieder über den Lebenszyklus des Kunden hinweg, von der Kundengewinnung über die Kundenentwicklung bis hin zur laufenden Kundenbindung und zur eventuellen Rückgewinnung, dass es entlang dieser gesamten Lebenszeit laufend Bestrebungen gibt, den Kundenwert zu steigern, wie auch immer der definiert ist, beispielsweise als Customer Lifetime Value. Das beginnt, wie gesagt, bei der Kundenbindung und endet bei der Rückgewinnung. Beispielsweise für Bestandskunden wird man versuchen, durch gezieltes Analysieren des Verhaltens des Kunden Potenziale zu identifizieren, für die man Cross- und Upselling-Themen finden kann. Oder bei der Kundenbindung geht es darum, dass man analysiert, ob ein Kunde abwanderungsgefährdet ist. Das heißt, dass man untersucht, gibt es ein Verhaltensmuster des Bestandskunden, das darauf schließen lässt, dass der in Kürze seinen Vertrag beendet. Und bei der Rückgewinnung, Kundenrückgewinnung, ist es eigentlich so, dass es sich in dem Moment schon wieder um einen Neukunden handelt, von dem wir aber sehr viele Detailinformationen kennen. Wir wissen genau, was dessen Bedarfe sind, weil der lange Zeit bei uns Kunde war und wo man diese Informationen gezielt nutzen kann, um ganz konkrete, ganz zielgerichtete Angebote an ihn zu richten und so hoffentlich
das Kundenverhältnis zu verlängern. Umgekehrt, im Customer Risk Analytics Bereich gibt es dieselbe Kurve über den Lebenszyklus eines Kunden. Hier ist eher die gegenteilige Richtung gesehen. Hier wird Risiko minimiert, nebenbei auch Umsatzvolumen beschädigt. Das heißt, im Antragsmanagement wird beispielsweise aus Bonitätsgründen ein bestimmter Vertrag nicht akzeptiert, wodurch beispielsweise Umsatz verloren geht. Im Bestandskundenmanagement werden verschiedene Stellgrößen, beispielsweise Limite, modifiziert, sodass das Ausfallrisiko begrenzt bleibt und auch dadurch wird logischerweise unter Umständen Umsatz reduziert. Und auch im Forderungsmanagement geht es letzten Endes darum, derzeit Schadenshöhen zu vermeiden, dann, wenn ein Kunde bereits ausgefallen ist. So, welche konkreten Herausforderungen haben unsere Kunden in dem Umfeld vor dem Hintergrund von Kreditmanagement auf der einen Seite und Vertrieb auf der anderen Seite als gemeinsame Sicht? Jetzt geht es hier darum, dass es in einem vergleichbaren Chart, wie die beiden voran dargestellten, hergezeigten Bilder, hier wiederum darum geht, den Lebenszyklus eines Kunden in eine bestimmte Richtung zu drängen, aber die Zielgröße ist eine andere geworden. Es geht hier jetzt um werthaltigen Umsatz. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass der Vertrieb daran gemessen wird, möglichst viel Vertriebsumsatz zu erreichen, sondern es geht explizit darum, dass nur der werthaltige, der nachhaltige Umsatz positiv ist. Das heißt, nur der Umsatz bringt es, der auch dann im Nachgang nicht abgelehnt wird und schon gar nicht im Nachgang ausfällt und somit Schäden für das Unternehmen zuführt. Und wenn man auf diese neuen werthaltigen Indikatoren umstellt, dann bedeutet das, dass Umsatzsteigerung sehr stark aus der Riskperspektive getrieben werden kann, aber eben dadurch auch die Ziele vom Risikomanagement eine ganz andere Richtung, nämlich eine umsatzsteigernde und positive Richtung erhalten. Und dafür ist es notwendig, Kunden in ihrer Gesamtheit in einem quasi 360-Grad-Betrachtungswinkel zu sehen. Das heißt, nicht nur die Risikopotenziale zu betrachten auf der einen Seite und die Umsatzsteigerungspotenziale auf der anderen Seite, sondern diese beiden Themen immer gemeinsam zu betrachten. Und erst dadurch können die Gesamtunternehmenserfolge gesteigert werden. Und daraus ergibt sich der Bedarf, sagen wir so, also dass Vertrieb und Credit Risk Bereiche einander lieben, ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich sage mal, möglicherweise beginnt es mal mit gegenseitigem Respekt, mit Akzeptanz und mit Verständnis dafür, was der jeweils andere an Bedarfen hat. Konkret jetzt zum Thema Kreditmanagement. Was kann im Kreditmanagement dafür getan werden, um diese gemeinsamen Ziele zu erreichen? Dazu muss man sich mal die Handlungsbereiche vom Kreditmanagement genauer anschauen. Diese führen vom Antragsmanagement über die Bestandskundenüberwachung bis zum Forderungsmanagement, wenn dann was schiefgegangen ist, über alle Prozessketten hinweg und aber auch über Querliegerthemen wie Informationsmanagement und Betrugsprävention. Über all diese Handlungsbereiche gibt es Prozesse, an denen Synergien gewonnen werden können. Und wenn man da eine Ebene tiefer noch einsteigt, sieht man sehr wohl ganz konkrete Fälle, wo angegriffen werden kann. Beispielsweise in der Kundenprüfung geht es darum, eine Optimierung von Informationsquellen vorzunehmen. Wenn man das macht, ist es natürlich extrem sinnvoll, dass Informationsquellen, die man schon beispielsweise für den Risikomanagementbereich optimiert, dass man diese unter einer gemeinsamen Betrachtung auch für den Value-Bereich optimiert und somit zu gemeinsamen Datenquellen kommt. Oder wenn es darum geht, ein Kreditniveau festzulegen, also beispielsweise die Ermittlung des richtigen Limitbetrages vorzunehmen, dann geht es auch darum, was mache ich jetzt, wenn ein Kundenantrag diesen Limitwert übersteigt. Und in dem Fall heißt es eben dann nicht mehr einfach nur abzulehnen, sondern vielleicht gelingt es auch zum Beispiel durch alternative Vertragskonstellationen oder durch sonstige Anpassungen dem Kunden ein gerade noch aus Risikosicht akzeptables Vertragsverhältnis zu geben. Und ganz klassisch ist es auch mit dem Thema Frühwarnsysteme.
Also für die Kundenüberwachung gibt es sowohl auf der Value-Seite Überwachungssysteme, etwa um monitoren zu können, ob ein Kunde abwanderungsgefährdet ist. Und gleichermaßen gibt es im Kreditmanagement dieselbe Thematik. Dort wird auch durch Frühwarnsysteme versucht, den Kundenausfall zu prognostizieren. Jetzt ist es aber bekanntermaßen so, dass der Ausfall eines Vertragsverhältnisses, der Ausfall eines Kunden ebenfalls einen verloren gegangenen Kunden bedeutet. Und deswegen macht es extrem viel Sinn, diese beiden Themen auch gemeinsam zu betrachten und ganz konkret vielleicht auch einen Kunden, der ausgefallen ist oder der Ausfall gefährdet ist in dem Moment, durch geeignete Maßnahmen dann doch noch zu einem positiven, zu einem weiterhin nicht ausfallenden Kunden zu bewegen, beispielsweise durch gezielte Maßnahmen, sei es jetzt, dass bestimmte Risikofaktoren eingedämmt werden, wie zum Beispiel, dass man eben Limite verändert oder dass man von mir aus auch sonstige Risikofaktoren modifiziert. Und weiter geht es in der Forderung. Im Forderungsmanagement ist es beispielsweise so, dass es Mahnstrategien gibt, die hochgradig standardisiert sind. Aber was mache ich jetzt mit einem Kunden, der seit vielleicht 20 Jahren ausgezeichneter Kunde ist und mit dem man eigentlich niemals Schwierigkeiten hatte und der heute jetzt von einem Tag zum anderen ausfällt? Ist es da adäquat, mit denselben Mitteln zu mahnen, wie es für den Standardfall vorgesehen ist? Oder kann es sein, dass das vielleicht nur versehen ist, vielleicht eine besondere Notsituation, vielleicht liegt der Mensch im Krankenhaus kurzfristig und kann deswegen bestimmte Zahlungen nicht anweisen. Was auch immer da geschieht, möglicherweise ist ein gezieltes, in dem Fall vielleicht sehr sanftes Behandeln und das Reichen der offenen Hand diesem Kunden gegenüber ein Erfolgsrezept dafür, um gerade den Kunden, der vielleicht in der Vergangenheit radikal behandelt wurde im Forderungsmanagement, um den danach, nachdem diese Krise, wie auch immer sie aussieht, Krankenhaus, Scheidung, Arbeitsverlust, was auch immer, dass diese Krise, wenn sie überwunden ist, den Kunden dann als weiteren guten Bestandskunden im Unternehmen belässt. Also, dass auch hier das Kreditmanagement eine Kundenbindungsmaßnahme und somit eine Umsatzsteigerungsmaßnahme erreicht. Tja, und jetzt geht es darum, diese Thematiken bei zwei ganz konkreten exemplarischen Beispielen vorzustellen. Das eine kommt aus dem Bereich E-Commerce. Das kennen Sie alle ausgezeichnet. Wir haben das Thema, Sie kaufen wollen in einem Online-Shop einkaufen. Sie kennen den Händler nicht, der Händler kennt Sie nicht, alles ist anonym. Klarerweise will jeder Shopbetreiber Risiko minimieren, wenn er Sie nicht kennt, beispielsweise oder eigentlich mit der klassischen Stellgröße der Zahlarten. Das heißt, Sie können jetzt zum Beispiel sich wünschen, weil Sie den Shop nicht kennen, dass Sie logischerweise erst dann, wenn Sie das Produkt in Händen halten, bezahlen möchten. Das wäre beispielsweise Zahlung auf Rechnung. Der Händler hingegen wird wahrscheinlich anstreben, weil er Sie auch nicht kennt, dass er eine Zahlung auf Vorauskasse nur akzeptiert. Und statistisch gesehen ist es leider so, dass Sie als Kunde zu einem extrem hohen Anteil, nämlich statistisch 79%, in dem Fall, wenn der Händler, den Sie nicht kennen, Ihnen eine Vorauskassenbezahlung abverlangt, dass Sie dann den Kauf wahrscheinlich abbrechen und dasselbe Produkt bei einem anderen Shop suchen. Wie gehen wir also mit dem Thema um? Das heißt, wenn immer das Kreditmanagement sagt, Vorsicht, hier lieber Vorauskasse, dann heißt das, dass zu 79% Wahrscheinlichkeit dieser Umsatz verloren ist. Das heißt, hier ist eine einzige Stellgröße und die reduziert zwar auf der einen Seite das Risiko, vernichtet aber ganz eindeutig messbar sofort unmittelbar Umsatz. Und die Herausforderung ist, dass man durch intelligentere Nutzung spezifischer Informationen viel mehr erreicht als das, was üblicherweise gemacht wird, nämlich beispielsweise durch Datenbeschaffung eine Ausfallwahrscheinlichkeit ermitteln und eine Grenze ziehen und zu sagen, dieser Kunde hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von X und aufgrund dessen nehme ich Vorauskasse. Diesen Ansatz kann man wählen, es gibt aber da deutlich effizientere spezifische Informationen, die man nutzen kann. Beispielsweise, was ist im Warenkorb? Nur als Beispiel, möglicherweise kauft er gerade ein Produkt, das ein Ladenhüter ist und das Sie möglicherweise in 14 Tagen ohnehin in den Abverkauf geben würden.
In dem Moment ist es vielleicht sinnvoller, mit etwas mehr an Risiko auch Neukunden dieses Produkt zu verkaufen gegen Rechnung und damit ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen, aber dafür 5-mal so viele in etwa Produkte zu verkaufen, schon jetzt, bevor noch der Abverkauf beginnt. Oder es gibt vielleicht bestimmte Produkte, die gibt es wirklich, die sind risikoträchtiger. Das heißt, derselbe Umsatz in Euro kann bei einem bestimmten Produkt höher riskant sein als bei einem anderen Produkt. Oder es kann sein, dass bestimmte Produkte eine höhere Marge eigentlich erzielen, womit auch ein höherer Risikoappetit unter Anführungszeichen akzeptabel ist. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere spannende Themenstellungen, die man ausnützen kann. Beispielsweise kann man analysieren, bei welchem Klickverhalten durch den Shop ein erhöhtes Risiko besteht. Ist der Kunde jemand, der in dem eigenen Shop ausführlich recherchiert und dort ein Produkt auswählt, oder ist das gezielt von außen irgendwo durch eine externe Suchmaschine ausgewählt worden? Der Klassiker natürlich ist auch, dass man zum Beispiel aufgrund von konkreten Zahlungserfahrungen aus der Vergangenheit mit diesem einen Kunden, sofern man ihn kennt, dass man darauf natürlich bauen kann und das als wesentliche Information nutzen kann. Und leider Gottes gibt es im Online-Shop-Bereich auch ein weiteres nicht zu unterschätzendes Risiko, das ist nämlich das Thema Betrug. Und da gibt es auch Möglichkeiten, beispielsweise zu messen, wie viele Bestellungen sind denn in einem bestimmten Zeitraum von einer bestimmten IP-Adresse ausgelöst worden oder wie viele Bestellungen sind in einem kurzen Zeitraum an eine konkrete Lieferadresse ausgelöst worden. Und an solchen Indikatoren kann man nun auf ganz anderer Ebene auch nochmal feststellen, ist das riskanter oder ist es weniger riskant, und so zu einer deutlich höheren Quote an Fällen kommen, wo man mehr Risiko in Kauf nimmt, wo man also auch gegen Rechnungskauf anbietet und wo man dadurch massiv an Umsatz gewinnt durch Entscheidungen, die eigentlich ausschließliche Kreditmanagement-Entscheidungen sind. Wie sieht so eine Thematik jetzt konkret aus? Im Webshop suchen Sie Ihre Produkte zusammen, Sie schmeißen sie in den Warenkorb und wenn die dann im Warenkorb drinnen sind, dann wird letzten Endes der gesamte Antrag, der an der Stelle gesammelt wurde, mit Ihren Daten, die Sie bereits erfasst haben, also nicht nur der Warenkorb, sondern auch beispielsweise Ihre persönlichen Daten bereits, der wird an der Stelle jetzt an unser Produkt, an das Guardian übergeben und jetzt geht es zwischen den beiden Browserseiten sehr flott dahin, nämlich es werden jetzt Schlag auf Schlag vollautomatisch der Warenkorb analysiert, die Betrugsprävention überprüft, es werden eigene Erfahrungen aus der Historie gesammelt, es werden externe Daten, sofern erforderlich, zugekauft und es wird ein Rating darauf aufgezogen, sodass eine Entscheidung über die angebotene Zahlungsart getroffen werden kann. Und am Ende, nach kürzest denkbarer Zeit, ist die Zahlart auf der nächsten Browserseite sichtbar, nämlich in dem Fall ist leider nur Vorauskasse und Kreditkarte zulässig, Lastschrift oder Rechnungskauf sind es leider nicht. Dieses Thema ist sicherlich das reizvollere, interessantere Thema in dem Sinne, als es hier unmittelbar um Umsatzsteigerungsthemen geht. Ein etwas schwierigeres und vielleicht sensibleres Thema ist genau das, der Kundenbindung im Forderungsmanagement. Das heißt, im Forderungsmanagement geht es darum, ein Vertrag ist bereits ausgefallen, es ist jetzt eigentlich ein Kunde formal schlecht geworden. Wie behandle ich diesen Menschen jetzt an dieser Stelle? Und was muss ich tun oder was kann ich tun, um dem für alle Beteiligten noch ein positives Ende zu bereiten? Und um das Thema vielleicht etwas konkreter zu beleuchten, muss man ausholen und mal erzählen, wie so typische Forderungsmanagementprozesse sehr häufig ablaufen. Es geht nämlich unter Umständen so, dass Sie Ihre konkrete Forderung, die Sie haben, also einen Vertrag, der nicht mehr bedient wird, dass Sie diese Forderung an ein Inkassobüro übergeben und dieses Inkassobüro nach allen Regeln der Kunst versucht, durch fleißige Schläge, durch sonstige Prügelarbeiten, was auch immer, zu möglichst hohen Erträgen zu gelangen, also möglichst viel an Ausfallhöhe zu reduzieren, möglichst viel doch noch zurückzuerhalten. Und was man damit aber mit Sicherheit erreicht, ist, dass der Kunde nicht sonderlich amused sein wird darüber, dass er jetzt von einem Inkassobüro sehr schroff behandelt wird. Das heißt, wenn das nur ein Versehen war, wenn das ein temporäres Problem war, dann kann es sehr wohl sein, dass man diesen Kunden für immer und ewig verliert und dass es auch Kollateralschäden gibt, in der Form, dass man vielleicht dann auch ein gewisses Image aufbaut, dass das nicht ganz in Ordnung war.
Und auch hier ist letzten Endes also das Ziel eine gewisse intelligentere Nutzung von Inkassobüro-Daten. Wie gehen wir vor? Also auch hier ist es notwendig, Schuldner zu analysieren und das Volumen an Schuldnern zu analysieren, indem man zuerst das Zahlungsverhalten analysiert, anschließend darauf mathematische Modelle ableitet und so zu einer Clusterung und Segmentierung des gesamten Schuldnerstandes gelangt, der in einer sehr vereinfachten Darstellung in Wahrheit auf den beiden Achsen Zahlungswahrscheinlichkeit, also Betreibungswahrscheinlichkeit auf der einen Seite und dem Volumen in Euro, das der schuldet, auf der anderen Achse abbildbar ist. Und da sieht man schon, wenn man diese Segmente clustert und da Bereiche aus diesen vielen, vielen Pünktchen, die jeder für sich einen Einzelfall darstellen, herausgreift, dann kommt man drauf, dass es bestimmte Segmente gibt, wie beispielsweise den Bereich der Premium-Ausfälle, das sind die ganz rechts unten, der gelbe Bereich, der ist davon geprägt, dass es eine noch immer hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der seine Zahlungen bedienen wird und dass es aber auch jetzt nicht um die extrem hohen Forderungen geht, das heißt, es geht um eine geringe Forderung mit hoher Zahlungswahrscheinlichkeit. In dem Fall kann man mutmaßen, dass es sich eher um ein Versehen handelt, das einfach vergessen wurde, aufgrund vielleicht von einer Reise oder sonstigen Gründen, diese Forderungen zu bedienen. Und dass man jetzt an der Stelle natürlich eher durch freundliches Ansprechen, durch sanfte Methoden bewirkt, dass man den Kunden schlicht und ergreifend erinnert daran, dass es da Zahlungen gibt. Dann gibt es Segmente, wo die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde nie wieder zahlen kann, deutlich höher wird. In dem Bereich ist es zumindest notwendig, mal Konsequenzen aufzuzeigen und beispielsweise mögliche Kosten aufzuzeigen, die auf den Kunden zukommen werden, wenn er seine Forderung nicht bedient. Und der hochriskante Bereich, also diejenigen, wo man vermuten kann, dass die Forderungen nicht mehr bedient werden können, dieser Bereich wird letzten Endes durch entsprechend konsequente Verwertung der Sicherheiten beispielsweise, also um im Leasingbereich zum Beispiel ein Beispiel zu nehmen, durch Einziehen des Fahrzeugs, um hier die Risiken zu minimieren. Und dann gibt es noch den letzten Bereich, nämlich der High-Amount-Bereich. Hier sind Spezialfälle gegeben, wo es besonders hohe Ausfallbeträge gibt. Und diese machen es naheliegend, dass man sich um die Fälle weiterhin in einem eher individuellen, manuellen Prozedere kümmert, weil es einfach auch die Höhe des potenziellen Schadens rechtfertigt, dass man sich hier nicht vollautomatisch, sondern durchaus deutlich sensibler um die Kunden kümmert. Letzten Endes sind die Maßnahmen oder die Stellgrößen, mit denen im Forderungsmanagement Maßnahmen gesetzt werden können, sehr vielseitig. Da kann es einerseits darum gehen, wie formuliert man Mahnschreiben. Es kann auch darum gehen, durch welche Kanäle werden diese transportiert. Rufe ich an, schicke ich ein Fax, schicke ich eine E-Mail, schreibe ich eine SMS, treffe ich mich persönlich, was auch immer. Es kann auch sein, dass es bestimmte zeitliche Thematiken gibt. Wann rufe ich an, falls ich anrufen möchte beispielsweise. Dann gibt es in der ganzen Clustering- und Segmentierungsthematik natürlich Themen und Fragestellungen, wie zum Beispiel, ist das ein Kunde, der einen besonders hohen Wert darstellt, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass der hohes Umsatzpotenzial hat und wo ich auf keinen Fall erreichen möchte, dass ich ihn durch unsanfte Behandlungen vergraule oder dazu bringe, dass er das Vertragsverhältnis löst. Dann geht es logischerweise wie immer darum, die Kosten und die Services im Griff zu haben, also welche Gebühren, welche Kosten sind damit verbunden. Und letzten Endes geht es darum, wie werden diese Prozesse umgesetzt. Laufen die automatisch? Werden sie hochgradig manuell durchgeführt? Werden sie im eigenen Unternehmen durchgeführt? Oder werden sie an einen Partner, an ein Inkassobüro beispielsweise übergeben? So, und hier sehen wir ein typisches Ergebnis als Beispiel. Hier wurden die Prozesse, also das ist die Summe der Ausfälle über die Zeit, hier wurden die Perioden, in denen die Brieflein und die sonstigen Hinweise an den Kunden weitergegeben wurden, deutlich verkürzt. Durch diese Verkürzung und durch die Reduktion der Anzahl der Interaktionen mit dem Kunden wurde das Verfahren auch vereinfacht, wohlwissend, dass durch die Segmentierung und durch ganz unterschiedliche Prozesse und Formulierungen und Methoden letzten Endes der Erfolg
durch eben eine Umsatzerhöhung, durch Retten von mehr Kunden in den Kundenbestand, durch diese Verfahren wurde ein Return on Invest von wenigen Monaten, also von unter 6 Monaten mit diesem Vorhaben erreicht. Das heißt, der Gewinn aus den zusätzlich lukrierten Bestandskunden, die eben nicht verloren wurden, war eklatant. Und als zweite Thematik geht es darum, dass man die Inkasso-Seite auf der einen Seite und die im Unternehmen befindliche Antragsprüfungswelt miteinander verbindet und beispielsweise, wenn in einem Unternehmen eine Bonitätsprüfung vorgenommen wird, ganz bewusst auch die Inkasso-Informationen, die beim Inkasso-Büro gesammelt wurden, nutzt und so beispielsweise bei einem Kunden, der vielleicht schon einen Vertrag ans Inkassobüro übergeben hat und wo es negative Vorkommnisse gibt und wo man feststellt, da ist nichts mehr zu holen, dass man bei dem Kunden verhindert, dass kurze Zeit darauf ein weiterer Vertrag abgeschlossen wird, ganz klar. Dass aber auf der anderen Seite, das ist das Interessantere vielleicht, das Inkassobüro noch einmal nachfragt oder Informationen dafür erhält, was wäre jetzt, wenn dieser Kunde heute im Shop stünde und einen Vertrag abschließen will. Würde dieser Kunde jetzt heute noch immer mit Vorliegen aller Informationen einen Vertrag bekommen, vielleicht nicht dasselbe Produkt, aber vielleicht noch ein anderes, ein Produkt mit geringerem Risiko beispielsweise, dann ist das genau ein Kunde, bei dem man ansetzen kann, der nicht verloren gehen braucht, wo man vielleicht sehr sanft und sehr gezielt durch Methoden wie Streckung oder sonstige die eine Forderung sanft behandelt und dafür einen guten Kunden weiterhin für die Zukunft behält. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle der Kreditmanager sich grundlegend verändern muss. In der Vergangenheit war es eher so, dass ein Kreditmanager eher der Verhinderer, der Neinsager ist, von seinem Rollenbild her, so wie er im Unternehmen gesehen wird. Und für die Zukunft ist es viel wichtiger, dass der Kreditmanager, der Risikomanager, der strategische Berater im Unternehmen wird. Weil der kennt eben jetzt die 360-Grad-Rundumsicht auf den Kunden. Der kennt auch die Strategien, die man vielleicht in welchen Fällen noch immer ableiten kann, um einen abgelehnten Kunden doch noch zurückzugewinnen. Und letztlich ist es so, dass Kunden zwar getrennt betrachtet wurden in der Vergangenheit, nämlich einerseits wertbasiert und andererseits risikobasiert, dass das aber letztlich nichts anderes war als zwei Seiten derselben Medaille. Und die Unternehmen sind gefragt, diese beiden Seiten gemeinsam zu managen. Es hat keinen Sinn, umsatzfördernde Maßnahmen ausschließlich dem Vertrieb zu übergeben, wenn auf der Risikoseite kein einziger dieser zusätzlich angesprochenen Verträge mehr durchgeht, weil das Risiko zu hoch wäre. Als nächster Schritt ist eben, wie schon gesagt, es notwendig, dass die Risikomanager von den Beobachtern und den Verhinderern zum strategischen Berater wandeln. Und das Kreditmanagement-Team als solches, als Ganzes, muss sich selbst aktiver vermarkten im Unternehmen, damit es eben als strategischer Berater erkannt wird. Letzten Endes ist es notwendig, die Messgrößen, mit denen sowohl Umsätze als auch Kreditrisiken gemessen werden, umzustellen auf einen Unternehmenserfolg, auf einen Beitrag zum Umsatz und nicht mehr zum Verhindern von etwas. Ich glaube, dass die Beispiele, die ich gezeigt habe, sehr wohl diesen Weg bereits beschritten haben. Und letzten Endes ist es so, dass um diese Ziele zu erreichen, es auch notwendig ist, in weiteren Unternehmen diesen Raum für die Veränderung, für diese Art der Veränderung zu schaffen.